Hallo, meine Lieben, jetzt schauen wir an, was denkt er, wie fühlt er sich und was vermittelt er. Diese Karte dort oben entspricht seinen Gedanken. Ein Hin und Her rundherum ist grau, es löst Ängsten aus und er fühlt sich regelrecht gefangen. So wie diese Dame zeigt auf diesem Bild, und das hat eine symbolische Bedeutung, er schaut nach innen. Die Schwerten haben auch eine Aussage, er sollte sich von dieser Situation oder von bestimmten Gedanken oder von Ängsten befreien. Was diese Karte noch aussagen kann, dass er dich so wahrnimmt, dass du hast Ängste, Hindernisse, Blockaden, ein Hin und Her und fühlst du dich gefangen. Oder trifft euch beiden dieser Gemütszustand und dann ist es wichtig, raus aus dieser Enge. Wie geht er damit um? Schauen wir seinen Gefühlen an. Diese Kelch zu betrachten, ist sehr wichtig für ihn momentan. Das entspricht seinen eigenen Gefühlen. Deswegen schaut er auch nach innen. Und in sein Inneren entdeckt dieser Brunnen. Und hier sprudelt Wasser. Und das Wasserelement symbolisiert die Gefühle, auch die Träume, auch die Sehnsüchte, seine Intuition oder Inspiration, kommt alles im Fluss. Aber dazu braucht er einen gewissen Rückzug und seine Ruhe. Und jetzt schauen wir an, was vermittelt er, und das zeigt die nächste Karte. Er verspricht, dass alles besser wird. Er spürt auch diesen göttlichen Schutz wie einen Ruf in eine andere Richtung. Und das betrifft nicht nur ihn, sondern betrifft euch beiden, weil diese Karte symbolisiert die Wandlung, die Erneuerungsprozesse und all das, was unten ist, was Angst auslöst, werdet ihr verlassen. Es geht alles in eine neue Richtung. Und jetzt schauen wir an die nächste Karte. Oft daran liegt auch die Lösung. Die Scheiben symbolisieren, so wie in klassischen Tarotkarten sind, die Münzen. Und das hat mit Werten was zu tun. Berühre das, was für dich wertvoll ist, so wie diese Karte darstellt. Aber sei auch mit deinen eigenen Werten auch bewusst. Beides ist wichtig. Die Einflüsse von außen, und das sind die wertvollen Dinge in dein Leben, so wie diese Liebe. Und die andere Richtung ist nach innen schauen. Was sagt deine Seele? Dass du wertvoll bist. Schau das an, sei mit deinen eigenen Werten auch bewusst, aber mit dieser ruhenden Kraft, so wie diese Dame auch darstellt. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.